So, hallihallo. Wir spielen heute mal wieder Lost Worlds und haben auch das passende Dreckswetter dazu mitgebracht. Und ja, wir sind letztes Mal bei. Wow! Oh. Blitzeinschlag, Kapitel. Oh, ja. Kleiner Aufmischer. Ja, wir waren jetzt hier bei diesen tollen Gebilden stehen geblieben. Und ja, jetzt wird sich erstmal noch zeigen, wo wir hier noch hinkommen in dieser trosten Welt. Du siehst auch so traurig aus. Ja, ich habe gerade festgestellt, dass ich vorher vom hier hochfliegen, da als ich da runtergefallen bin, noch den Creative Mode drin hatte. Ach so, Aber okay. jetzt bin ich endgültig fertig und wir können weiter. Genau, dann ist ja perfekt. Also, wir sind ja von da oben hochgekommen, denke ich. Ja, ich glaube, wir müssen da runter. Hier. Ganz auf den Platz, oder? Ja, weil das sind, wir müssen doch den Eisenblöcken folgen, oder? Soweit ich das mitkriegt habe. Jo. Oh, ist da etwa eine Notiz? Notiz Nummer 18. Willst du vorlesen? Jo, kann ich. Also, schauen wir da. Ja, jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Und zwar ist mein Maus da kaputt gegangen. Deswegen kann ich jetzt nicht so schnell zwischen den Items switchen. Ist zwar ein bisschen blöd, aber ich denke, das kriegen wir schon irgendwie hin. Zum Glück geht es ja mit den Tasten. Zahlentasten. Tastentasten. Okay. Aber jetzt kommen wir erstmal zur Notiz. Notiz 18. Hier befindet sich eine Opfertribüne. Sie ist immer noch stark mit Blut verschmutzt. Das Volk scheint Fremde nicht sehr zu mögen. Aber warum haben sie dann mit dem Schiff Handel betrieben? Vielleicht solltest du einen Blick in den Tempel werfen. Aha. Dann Okay. machen wir das doch. Schau mal schon den Turm an hier, oder? Ich habe gerade gesehen, hier geht eine Leiter hoch. Ah. Vielleicht verbirgt sich da ja irgendwas Praktisches. Auch wenn ich es nicht Ja, glaube. ein Ah, doch. Kistchen. Und was haben wir da drin? Kohle und Und Suppe. Suppe. Sehr schön. Die kannst du nehmen. Ich habe nämlich noch. Ah, falsche Taste. Ich habe nämlich noch zwei Stück. Ich habe jetzt vier. Haha. So. Ein Hoppala. Feuer. Und das sieht aus wie Netherrack. Tempelversorgungsleitung. Aha. Also wird der Okay. Tempel mit Strom versorgt. Nehme ich jetzt mal stark an. Oder mit Blut. Ja. Ja, ein Blutfluss. Hier Ja. ist noch ein kleines Brünnchen. Hier auch. Was Aber haben wir hier wahrscheinlich noch? nur Deko. Pass auf Druckplatten oder sowas auf. Ja. Wissen wir ja jetzt schon gut genug. Kennen wir schon gut genug, besser gesagt. Aber jetzt hier. Hier ist ein Knopf. Oh. Und da ist noch ein Knopf. Goldknopf und Holzknopf. Ah, und hier ist ein Dispenser mit einem Steak, mit einem Goldbarren und einem gebratenen Schweinefleisch. Ah, gut. Kann ich gerade mitnehmen. Ach, hast du, ist in dem anderen nichts drin? Nein, dürfen wir das überhaupt abbauen? Ich weiß es Ich glaube nicht. schon, dass es da drüber Ja, gewachsen ist. Da okay, ist na nämlich was dann. drin. Gut, dann. Hast du mitgenommen? Ja, habe ich. Gut. Sollen wir mal beide gleichzeitig die Knöpfe drücken? Okay. Okay, dann drücke ich den Holz und du den Goldknopf. Okay, bei 1. Ja, zähl. 3, 2, 1. Also, ich glaube, es ist irgendwo was aufgegangen, pistenmäßig. Ah, da. Ja, hier. Aha, ich verstehe. Ich verstehe, ich verstehe. Das ist ein Redstone-Rätsel. Hier muss ein Block hin, damit die Leitung dann fortgeführt werden kann. Aber jetzt sollten wir erstmal schauen, wie wir überhaupt die Redstone-Leitung ankriegen. Vielleicht Warte mal dann. hinten Und ich beim hab. Warte Anschluss. mal, vielleicht könnte es sein, dass der. Okay, doch nicht. Ich hab gedacht, der Goldene könnte vielleicht Ich glaube, wir der müssen hier Anschalter sein. rein. Wo Kann das rein? sein? Wo bist du Hier? lang? Oh, ach so, da hinten. Also einen Schalter besitze ich noch. Ich weiß nicht, dürfen wir den überhaupt noch verwenden? Ich weiß es nicht. Hier geht's auch nicht weiter. Ich suche hier mal ein bisschen. Hier Vielleicht ist finde ich was. ein Diamantblock again. Okay, hier geht's. Schau mal, hier geht's irgendwo rein. Komm mal her, weil hier sind Schilder, aber ich weiß, die kann Mensch. die auch. Ich weiß nicht, ob eine Aufschrift drauf ist, weil bei mir. Ach so, wo bist du jetzt lang? In den Tempel rein. Ja. Und dann links, oder? Hier. Wo bist du? Upp, ich bin im Tempel. Hier, bei Ach mir. da, okay. Hier rein. Ah, Da, was steht da? Ach da, Grabmäler. Grabmäler. Gut. Und das hier kann ich nicht mehr lesen. Da steht bei mir auch nichts überall.
Dann wird das wahrscheinlich Gräber sein. Ja. Soll es wahrscheinlich darstellen. Naja, also nichts Interessantes soweit. Hm. Also ich denke, da müssen wir den Schalter für die Tür verwenden. Schauen wir, was ist das hier? Ja, das macht nichts. Komischerweise. Hier geht's übrigens auch noch raus. Dann schauen wir doch mal hier. Ja. Vielleicht ich schau mal nach lässt oben. Sich hier was finden. Da drunter. Ah, hier scheint doch irgendein Gang zu sein, glaube ich. Aber da kommen wir nicht rein. Oh, das ist eine Art Abfluss. Kiste! Kiste, Kiste. Sehr schön. Mit Bogen und 32 Pfeilen. Ich habe schon Bogen und Pfeile, also kannst du es haben. Perfekt. Hier könnten wir theoretisch zur anderen Seite springen. Ich kletter mal hier hoch. Ach, dann sind wir wieder hier. War okay. Uns ein toller Jump-Parcours. Da, das schau mal, ob ich irgendwie auf den Tempel hochkomme. Ah, sieht schlecht aus. Ja. Und weiter. Hopp, hopp, hopp. Ich schau nochmal zurück auf den Innenhof. Dann kannst du mal oben schauen. Hier ist ja auch nichts weiter. Komisch. Ich wäre oben, aber hier ist nichts. Hm. Ich glaube, wir müssen durch die Tür. Oder wir müssen... Nee, die Redstone-Leitung führt ja zu nichts. Es stand nicht irgendwie dran, dass wir den Blut oder das Blut oder so da abbauen dürfen, nicht, gell? Nee. Und das könnten wir ja auch gar nicht hinsetzen. Da muss ein Block hin. Aber was für ein Block? Es muss ein Sandblock sein. Haben wir einen Sandblock? Nein, haben wir nicht. Oder Gravelblock, je nachdem. Ja. Tempelversorgungsleitung. Wir müssen da rein, wir müssen da rein. Aber wie? Das ist die große Frage. Sonst nehmen wir halt den Schalter, oder? Ach, geht's da hoch? Kann man das schaffen? Ich glaube schon. Hier kommt man aber nicht rein. Ja, geschafft. Ich bin mal wieder oben hier bei dem Gang. Und kann. Ach, jetzt kann ich hier hoch. Ist da was drin? Da ist nur ein Eisenblock. Hm. Ah! Tada! Was hast du gefunden? Ich bin drin. Ich bin auch. Nee, ich bin nicht drin, aber ich bin auf der anderen Seite. Besser gesagt. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. War ich noch, wo der Innenhof war. Und jetzt bin ich auf der anderen Seite von der Redstone-Leitung. Wart mal. Ist da hinten raus dann, oder? Komm mal zum Innenhof. Ja, bin da. Mhm. Echt? Also du meinst draußen, da draußen? Draußen, ja. Okay. Hier, da oben stehe ich. Ja. Und dann kann man hier rüber. Achso, du bist hinten rum also gelaufen dann. Nein, vorne herum. Oder geht's hinten rum auch? Hinten rum kann man auch lang. Okay, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ah. Aus hier. Ja, hier gibt's einige Wege oben drüber. Das sieht ziemlich komplex aus alles hier. Und da ist eine Kiste. Ich schaue hier gerade erstmal mal hoch. Wir haben hier 4 Gold und 5 Hühner. Hier ist eine Leiter, wo es runter geht. Runter. Runter. Runter ist gut. Ah, und hier ist die Sand, eine Sandwand. Da oben bin ich auch. Ich bin jetzt auch hier oben. Ja, da geht's runter, aber da unten findest du nur eine Sandwand. Verdammt. Hier geht's aber auch nicht weiter. Hier rüber vielleicht. Ah, jetzt bin ich hier oben. Da kam wieder irgendwie her. Das kommt irgendwie so bekannt vor alles. Keine Ahnung, aber irgendwie schon. Da vorne ist ein Schalter mit einer Tür. ups. Eine Tür mit einem Schalter. Ich gehe da jetzt einfach mal hin. Zurück kann ich ja. Hier, Tempelsicherungsanlage. Badam. Aber ich glaube, wir hätten irgendwie auf eine andere Weise herkommen sollen. Habe ich irgendwie so das Gefühl. Warum hat doch eigentlich passt, oder? Oder ja. Da hinten hoch, doch. Da kommen wir wieder zurück, das passt schon. Jetzt ist das hier offen. Jetzt haben wir hier stetigen Zugriff drauf. Warte, ich bleib mal oben rum. Du kannst ja unten schauen, ob du noch was findest. Finaler Bündelskanal. Kerze 2. Kerze 1. Und hier komme ich nicht durch. Nicht? Warte. Jetzt. Dankeschön. Ha, ich hab gewusst, dass es eine gute Idee war. Okay, wenn du weiterkommst, dann komme ich
Hierher. Kannst du Warte, hier aufmachen? unten ist eine Tür. Nein, aber das sieht aus, wie wenn es zu dem Redstone gehen würde. Und hier ist auch eine Tür. Was? Ach so, ja, die kann ich dir aufmachen. Geht's? Ja, sehr schön. Hier ist jetzt der Oh, nein, ich bin runtergefallen. Ich, oh nein. finaler Bündelungskanal. Aber was soll hier gebündelt werden? Ah, hier komme ich hoch. Sehr schön. Hier unten sind auf jeden Fall Redstone-Leitungen, Wie, dann also. brauchen wir also Redstone, oder? Oder, ich weiß, hier kommen wir zurück zum Dings. Hier war ich am Anfang, genau. Ha. Wir brauchen einen Dingsblock, einen Sandblock. Du hast auch nichts Na? derartiges, oder? Ich habe eine Kiste gefunden. Mit Sand. Wo? Hier. Oh nein, kein Wunder. Ach, ich bin doch blöd. Ich habe ja nichts mehr zum Essen, deswegen konnte ich nicht sprinten. Und noch ein bisschen. Ah, Steht da blöde unten noch? Tasten. Sicherungskerze 1. Wo bist du hin? Ich bin hier hinten rein. Ach, da. Okay. Aber wie kommen wir jetzt bitte da rein? Wir brauchen noch irgendwie was zum Starten des Redstones. Ich glaube, da müssen wir noch weiterschauen, wie der. Also hier Ja, verläuft. ich würde sagen, wir schmeißen jetzt mal den Sand da rein, oder bringt das was? Ja, dann kann das nämlich aktiviert werden. Kommst du? Hast du genug? 4 Cent Blöcke. Halt, da unten ist noch eine Doppelkiste. Und Da, die habe diese. ich schon. Die habe ich schon ausgeraubt. Wir Hat nichts brauchen. sonst drin, oder? Nee, oh, hoppala. Nee, Gold und Dings. As far as I know. So, hier geht's wieder zurück. Aua. Wow. Ich bin Was? da oben in ein Loch treten. In ein Loch? Ja, das ging plötzlich auf. Und jetzt? Okay, ich traue mich jetzt nicht zurück. Bin Verdammt. ich hier unten? In einem Sandsteinlabyrinth. Oh nein. Oh je, viel Spaß. Ich kann dir jetzt leider nicht helfen. Hä? Oder kannst du irgendwie aus dem Loch rauskommen, dass ich dir da irgendwie helfen kann? Nein, das Loch hat sich wieder verschlossen. Okay. Okay, das war der falsche Weg. Nochmal. Das will ich mir gerade mal anschauen. Bist du da in so ein Dingsloch, in so ein Holzloch, oder? Ja. Oh, das ist ja fies. Fies, fies, fies. Das war vorhin nicht da, gell? Ja. Und es hat zu regnen aufgehört. Sehr schön. Toll, jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Oh nein. Nee, den Sand kann ich mir jetzt nicht geben. Das ist Kacke. Das ist Kacke. Da unten bist du. Ich weiß nicht, aber den Weg weisen kann ich dir, glaube ich, weniger. Ich habe den Ausgang gefunden, glaube ich. Beziehungsweise ich bin jetzt am Ende, glaube ich, vom Labyrinth. Ja, cool, aber ich bin jetzt hier, ich kann da jetzt zu den Ach nee, da Kerzendingern ist auch rein. noch. Ach so, da war die Ja, Sandwand. beziehungsweise ich kann nicht rein, ich will. Würde gerne rein. Ich höre dich die ganze Zeit. Where are you? Notfallsicherung 2. Ah, was kannst du da machen? Irgendwas Wichtiges? Den Knopf drücken. Hast du? Ja. Ich glaube, ich gehe erstmal zur Tempelanlage zurück. Beziehungsweise, ich würde dir ja gern helfen, aber. Ah, das ist. Sicherungskerze. Ich bin jetzt wieder beim Bündelungskanal. Sicherungskerze 2. Was muss ich jetzt hier machen? I don't know. Ich bin jetzt hier unten. Man kann mich, glaube ich, an einer bestimmten Stelle sehen, aber. Ich glaube, ich nehme jetzt den Schalter. Platz. Ah, das bringt nichts. Ich habe aber keinen Redstone. Die Tür geht nicht an. Ah, doch, so. So ein Müll. Du hast Hätte ich keinen ihn. Redstone. Nee. Ah. Ah, ich habe die eine Quelle gefunden. Mach's dir mal an. Geht nicht. Die geht nicht. Das ist. Ich habe nur eine Redstone-Fackel gefunden, aber mit der kann ich jetzt nicht viel anfangen. Das ist total komisch. Wow! Shock me. Bug.
Toll, ich Also bin da, nicht da mehr ist eine hier. Redstone-Fackel. Die betreibt den Knopf drüber, logischerweise. Aber nicht die, die. Entweder ist es ein Programmierfehler oder es ist so gewollt. Ich glaube, dass es so gewollt ist. Ja, glaube ich eben auch. Hier fehlt Redstone. So, ich schaue jetzt mal, ob ich hier irgendwie. Ich glaube, ich komme hier nie wieder raus. Nicht? Nö. Ja. Das wäre ein bisschen scheiße. Nur so als Anmerkung. Ah, was mache ich denn? Es wäre jetzt ja auch irgendwie cool, deine Sicht zu sehen. So nebenbei. Irgendwie rechts unten oder links oben eingeblendet. Ah, hier geht's Ah raus. ja, sehr schön, ich sehe dich. Hi. Warte, ich kann die Tür Hi. aufmachen. Danke. Schau, warte. Hier, ich habe hier einen Schalter. Und jetzt schau mal da runter. Hier. Runter. Da. Okay. Ich könnte mal einen Redstone holen und was. Ich weiß nicht, ob wir Redstone abbauen dürfen, weil das Regelwerk ja so verbuggt war. Ich hole einfach mal welchen. Okay. Soll ich einen abbauen? Mach mal einfach, oder? Ich denke, wenn es keine andere Lösung gibt. Ja, Ich habe jetzt mal. So, 6 Stück, das sollte reichen für den. Schon For the mal. beginning. Jetzt darf ich da oben wieder den tollen Skilljump machen. Ah, das war nix. So, geht doch. Ich komme. Wow. Was? Cool, ich bin wieder, hab wieder einen Raum gefunden, einen Raum geöffnet, einen weiteren. Mit Notiz Nummer 19. Wie hast du das geschafft? Ich bin da über die Mauer gehüpft. Ah. Ich lese mal vor. Vor dir liegt eine Leiche. Sie scheint eine goldene Rüstung, sie scheint in eine goldene Rüstung gehüllt. An der Wand hat sie ihre letzten Worte verfasst. Ich bin der Letztgeborene. Mit mir wird der Schlüssel zum geheimen Dockraum vergehen. Keiner wird mehr unseren Priester halten können. Niemand, außer dem Gott selbst. Mit ihm vergehe ich und halte den Schlüssel. Er hält nach wie vor etwas in der Hand. Punkt, Punkt, Punkt. Er hat einen Sandblock in der Hand. Und ein Eisenschwert. Ja, also soweit hält eigentlich nichts in der Hand. Nichts Immer. Wichtiges jedenfalls. Ich probiere trotzdem mal das Redstone-Rätsel noch soweit. Ja, dann nehme ich einfach mal das Eisenschwert halt mit, oder brauchst du's? Nee. Okay. Dings ist an, Strom ist an. Aber der läuft nicht. Fuck. Da fehlt's auch, oder? Ich kann das nicht sehen. Verdammt, man kann da jetzt gerade so nicht reinschauen, oder? Da ist die Fackel aus. Wie ist es da die Fackel aus? Tempelversorgungsleitung, ist hier irgendwas? Nein. Ah. Gibt's hier vielleicht irgendeinen Hinweis? Wo führt denn das jetzt hin? Ah, hier, logisch. Nein. Ach, muss da irgendwie Redstone rein? Ich weiß es nicht. Sicherungskerze 1. Ich glaube, die müssen beide ausgeschaltet. Manu, wie war das nochmal? War da irgendwie ein Schalter bei den Sicherheitskerzen? Warte mal, Felix, komm mal zu mir zum Anfang. Wenn wir da jetzt einen Sandblock reintun und den runterfallen lassen, glaube ich, da passiert was. Nein. Nicht? Und zwar Aber aus das sieht aus, folgendem. wie wenn dann der Druck. Nee, stimmt, das geht ja dann gar nicht. Ja, warte, ich kann's. Ich schau. Ich kann's dir nochmal kurz. Oh. Bug. Schau, ich kann es nochmal kurz erklären. Schau, den Sandblock kann ich schon reinsetzen. Das ist jetzt schon egal. Aber der Sinn des Blocks ist dann, dass der das Redstone-Signal weitergibt, da lang und zack, hier die Wand öffnet. So, da ist er. Aber jetzt wird immer noch nichts passieren. Aber der kann jetzt das Signal weitergeben. Und wenn ich das soweit richtig sehe, kommt das Signal zum Goldblock hin. Also muss das Signal von außen kommen. Das Signal Ah, läuft. ich hab noch eine Idee. Ich habe ja 4 Sand bekommen. Ja. Und bei dem einen Teil brauchen wir ja 4 Sand, die da mal da unten reinlegen müssen. Ah, da muss es gar kein Red, da muss da gar kein Redstone hin. Ja. Haha. Jetzt bin ich Har wieder da runtergefallen. Aha. Dann tue ich hier mal den Redstone weg, der da fälschlicherweise hingebaut wurde von mir. Aber wir müssen noch die Sicherungskerzen deaktivieren, Manu.
Die habe ich, eine habe ich schon. Ja, aber die andere, das ist das Problem. Wir brauchen noch Die muss ich die deaktivieren, Sicherung. Sicherungskerze 1, Ja. wegbauen. Ich weiß nicht, wie hast du die andere weggemacht? Die Die habe ich kannst gar nicht weggemacht, die war schon so leer. du. Ah, okay. Dann musst du musst Sicherungskerze 1 irgendwie deaktivieren können. Weghauen darfst du nicht. Eins ist deaktiviert, glaube ich. Nein. Rechts. Eins ist. Ach, stimmt, eins, stimmt. ja. Dann, wir müssen einen Weg finden, wie wir die deaktivieren können. Vielleicht hier unten. Good question. Ich folge jetzt, ich gehe jetzt einfach. Zwei ist aus. Gibt es noch einen Weg zu 1? Oh. Wir sind jetzt aber nicht eingesperrt, oder? Ah, nee, Gott. Ah! Oh, oh, was mache ich? Ich probiere das jetzt mal mit den Sandblöcken hier aus, Ja, oder? das bringt aber nichts. Da wird nichts passieren, aber das ist eine gute Idee, das stimmt auf jeden Fall schon mal. Aber wir müssen da trotzdem ein Redstone-Signal reinbringen. Und ich glaube, mein Redstone war hier falsch gesetzt, den tue ich mal wieder weg. Ja, wahrscheinlich brauchen wir gar keinen Redstone. Eben. Aber nun ja. Und ich denke, wir begeben uns dann in der nächsten Folge auf die Suche nach der ersten Sicherungskerze. Nach dem mysteriösen Schalter, der nirgends aufzufinden ist. Eben. In den Grabmälern wird da auch nichts sein, denke ich. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Also dann, tschö. Tschüss.